Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf den morgendlichen DAX Trade vor und wir sehen hier auf der rechten Seite den DAX 15.500. Big Number wird aktuell platziert oben auf dem Niveau 15.507 und wir bleiben jetzt in dem Chart und schauen einmal vom Freitag. Hatten wir eine Trading Range von 250 Punkte, eigentlich sehr, sehr gut. 12,5 hier eine kleine Box, da hatten wir 19er, 11er, 12er, also einige gute Boxen am Freitag da gewesen. Aktuell haben wir eine 54er Box, eine Blue Box, die im Chart ist, die wir aber jetzt so nicht reden. Ich werde das mal wieder ein bisschen größer machen. Gehen wir auf den linken Chart. Auf den linken Chart haben wir die Vola Boxen und hier sehen wir am Freitag 16er Boxen hier gewesen und am Abend hier auch noch mal ein Trade. Wo kommt die Vola Box heute Morgen rein? Wir haben in der Vola Box heute Morgen eine Box von 14.490 und die nächste wäre dann bei 50. Ja, schauen wir mal. Also 14.490 und 50 wäre dann die nächste Vola Box. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner, weil viele immer wieder fragen, wo der Markt dann reinkommt. Und dann kann man das hier sehr schön nochmal sich anschauen, wo der Markt dann voraussichtlich reinläuft. Okay, blicken wir auf die Märkte. Einmal fangen wir an mit Öl, dann einmal in den DAX. All-Time-High nach wie vor 14.472, also der Markt ist nach wie vor sehr, sehr bullisch. Die Wochenkerze sehen wir auch hier. Die Wochenkerze seit dem 7. März ist das wieder sehr, sehr long. Und gucken wir uns das Ganze in Gold an. Gold, ein Long-Signal und wir sind jetzt in Richtung 100 und 200 gleitenden Durchschnitts durchaus Potenzial, wenn der Markt dort rüber kommt. Nasdaq, Technologiebörse, auch auf All-Time-High. Auch die Wochenkerze in der Technologiebörse sah in den letzten 3 Wochen sehr, sehr stark aus. S&P 500, die 500 größten Werte, auch hier auf Wochenbasis bullish und auch All-Time-High. Da gibt es nichts zu sagen. Und jetzt gehen wir einmal in den Dow Jones noch. Dow Jones heute ein bisschen schwächer, aber minimal. Solche kleinen Erholungen haben wir immer wieder gesehen. Und dann gehen wir in den Bitcoin rein, der bei 56.000 ist. Und hier sehen wir, wow, hier schon etwas kräftiger Rückgang. Wir sind vom All-Time-High hier oben bei 64.500, jetzt bei 56 und hatten schon bei 55. Also da ging es stark nach unten. Erst einmal Ethereum ähnlich. Also sind wir bei 2.254. Das nur ein kurzer Überblick und jetzt konzentrieren wir uns auf die Boxen. Um 8:55 Uhr kommt Christoph mit rein und dann wünsche ich uns einen guten Start. Und im Markt sind Short in der Vola Box, also 15.94 zu 15.475, erster Trade Short und somit ist das auch der erste Trade des Vormittags. Short bei 15.475. TP liegt bei 64 und wir sehen, die untere Box ist direkt bei der 15.450 auf der unteren Seite. Big Number auch in Anmarsch, also und ich gebe kurz mal an Christoph. Wir sind im zweiten Trade, auch für die YouTuber. Zweiter Trade und wird auf angepasst gedrückt und wir spekulieren erstmal auf die 24 oben. Wenn es in dem zweiten Trade geht, auf der rechten Seite sind wir Big Number Short im ersten Trade. Also heute an dem Montag, den 19. April, einiges los. Gestrichelte Linie für den zweiten Trade liegt bei 15,03. Da würde der Trade ab dahin in den Gewinn reinlaufen. Die Frage ist, ob wir diese Strecke machen und gebe jetzt nochmal das Wort an Christoph. So, Big Number ist kurz vor dem Landeanflug, das auf dem rechten Bildrand, blaue Linie,
86,85 gehandelt. Einmal einen kurzen Blick auf MTX. Da tut sich nichts. Ja, also links sind wir im zweiten Trade, das heißt durch das Multiplikationsverfahren, gestrichelte Linie ab 15,503 sind wir praktisch im Gewinn. Und bei der Big Number sind wir short im ersten Trade, also sind in beiden Richtungen erstmal positioniert. So, Big Number sind wir raus und in der Vola-Box sind wir im dritten Trade und ziehen das Ganze hin bis nach unten. Der Eröffnungstrade ist links der Vola-Box-Trade, rechts haben wir den Big Number-Trade in den Gewinn gebracht. Und jetzt schauen wir, ob der Markt jetzt weiter hier in Richtung Süden läuft. Ab der gestrichelten Linie, das heißt ab 62 wären wir dann im Gewinn. 9:46 Uhr, wir sind jetzt im dritten Trade, short mit dem Eröffnungstrade und sind jetzt im Gewinn. Wir haben die blaue Linie als Zielmarke erstmal definiert. Dort ist unten auch die Vola-Box und bei 15:428 ist dann auch der Daily Pivot. Uhr und wir sehen, wir sind wieder in unserer Zone. Und wir sehen, die Vola-Box unten hat sich ein Tickchen verschoben auf 48. Dann spekulieren wir nach wie vor. Noch mal rein. So, der Trade Nummer 3 sehen wir jetzt auf den linken Bildrand, ist im Gewinn. Und ja, Zielmarke ist jetzt erstmal die Stufe hier unten, dass wir dorthin kommen. Gucken, ob es dort Druck gibt. Wir sind also noch im Trade. Der Trade ist schon im Gewinn, aber wir wollen den Trade jetzt ein bisschen laufen lassen. So, das bedeutet, ich ziehe mein Gewinnziel mal hier nach vorne. Warum das Ganze? Weil ich gleich hier, wir haben einen Kunden zu Besuch hier, den ich gleich rüber begleiten muss, zu GBE. Also, Take Profit ist jetzt ein bisschen kürzer.